Schön, dass wir keinen Schatten haben. Was schön, dass wir genau hier in einer. Huch, da geht's weiter. War auch schon. So unvorteilhaft. Ja, dann kommen. Wir gehen erstmal weiter, ja? Fenster. Ich werde mich nicht mehr so. Laufen wir zurück. In ein. Ihr Schweine. Was ist das ein Schatz? Ne? So, bitte. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Moment. Entschuldigung. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die, aus den Nachrichten standen da vor der Tür. Ich schrie, klopf nicht an. Die Tür, da geht die Tür gerade bei mir auf. Der Hund. Drei laute Klopfe und ich erwachte im kalten Schweiß. Ich weiß es nur. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn. Aber es wirkt nur so real. Damit. Not funny. Ich war drogensüchtig und hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderen, nur Staub, besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. So, ich liebe dich. Und Chloe. Naja, nur Chloe. Hey Schatz, bist du am Baden? Ach, der geht. Kleiderschrank. Er hat. Wollte das aber gerne aufmachen. Ehrlich. Was war das jetzt? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Anscheinend. What's this? Warum geht das Licht jetzt wieder selbst an? Warum ist die Tür wieder offen? Zettel habe ich selbst fallen lassen. Geht die Lampe denn plötzlich wieder? Ein.
Sie ist meins. Hast du gemacht? Oh, weiter. Where are we now? Oh, cool. Hat jemand Porträts geübt? Das ist cool. Geht nicht auf. Ach ja, aber schon wieder die gleichen. Tschüss. Vordere Seite Jessica Webb Thomas. Dafür Preisträger 2016. Rückseite. Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschwungenen Seelen zu reinigen. Nein. Sorry. Also leck. Meine Kerze ist aus. Eine schwarze Gestalt wendet. Nochmal. Kaffee und Zeichnungen. Hä? Das für ein Ritual? Tür ist offen. Steht er das immer noch? Ja, steht immer noch da. Irgendwann lerne ich's. Chloe, warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Das ist aber nicht sehr nett zu deiner Mutter. Können wir die Kerze an. Was war das? Mein Gott! Ich hab die dann nur wieder angemacht. Gefällt mir nicht. Was ist das? In slawischer Volkskunde ist Baba Yaga ein übernatürliches, wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Sie ist die älteste Art der Hexe, grimm und übel. Grimmig und übel. Sie lebt in Fegefeuern. Labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht, selbst nicht Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, den Tod zu überwinden. Das haben schon viele versucht. Sie lebt noch weniger als eben. Irgendwie sehen die ja hübsch aus. Das ist süß. Ups, das ist kein Kopf. Nein! Wo habe ich das hingepackt? Da. Nein! Wo war denn die ohne Kopf?
Oh, wo war denn die ohne Kopf? Guck mal, ich hab deinen Kopf. Ich will ihn dir zurückgeben. Wo bist du? Anscheinend der Stopp. Immer noch nichts. Nichts mehr? Das ist die. Wer ist da? Sind wir hier? Okay. Von der anderen Seite, richtig? Ach du Gott, Moment, ich muss mich mal gerade umsetzen. Wenn ich mir nicht jetzt am Kabel ziehen. Und da komme ich. Glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Komme ich. Das geht nicht auf. Gut. Dann müssen wir da rein. Das Haarspray hat die Kerze aus. Können wir die Kerze wieder anmachen? Daran? Könnt ihr das nicht einfach mit der anderen Kerze anmachen? Ui? Ja. Ui? Ja, die nächste Frage wird mehr. So, das scheint ihr Spaß gemacht zu haben. Oh, nicht. Ja, jetzt ist die Tür offen. Ja, klar. Schreibt sie mir überhaupt die Nachrichten oder ist das die dumme Tuse? So, ich bin wirklich verdammt verängstigt. Komm nicht holen. Das ist alles meine. Schuld? Meine was? Schuld? Oh, ein Billardtisch. Und schon wieder ein Kamin. Beschwörungsritual. Edelstein des Geistes. Amethyst. Edelstein des Wassers. Saphir. Edelstein des Feuers. Rubin. Edelstein der Erde. Smaragd. Edelstein der Luft. Diamant. Geist, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ja, wir haben Wasser schon.
Foto Seite Chloe mit 9 Jahren und ihr Lieblingspuppe Ruby. Rückseite Feuer, um ihr kaltes rotes Herz zu kochen. Sieht aber irgendwie älter aus. 9. Habe ich schon wieder fallen lassen? So. Chloe, es tut mir leid, bitte hilf mir. Ich meinte das nicht ernst. So about it. Sollen wir anmachen? Nein? Hm? 9. Mai 2016. Ben Thomas im Auftrag von Jessica Webton. An die zuständige Abteilung. Ich kenne Jess hier schon über 5 Jahre und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Es war eine große Ehre und ein Privileg, dass... Mensch! Ich diese Beschreibung meiner liebsten Frau verfassen darf. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter, sie ist meine Stimme der Vernunft und ich weiß, dass sie die Mutter meiner Kinder. Ich glaube, dass die Verunterhaltung von Chloe gegenüber Jess eine Verminderung von allem ist, was sie zu bieten hat. Ob sie die verdienten Gelegenheiten dafür wieder gut machen. Uns ist bewusst, dass sie vor langer Zeit einen Fehler gemacht hat und ich bin mir sicher, dass Jess alles tun gut und Chloe glücklich und Sicherheit, Glück, Sicherheit und Liebe zu geben. Sie hat ihr Liebe drastisch geändert, wie ihr Leben drastisch geändert. Sie ist sehr erfolgreich geworden und ihr behauptet, dass sie eine zweite Chance verdient. Ich behaupte, dass sie eine zweite Chance verdient hat mit von den größten Bentum. Du bist meins. Ich liebe, sondern du. Ein Erdgeschossküche, Eingangshalle, Salon, Bildzimmer, Keller. Ein Grafikfehler. Diese blöde Vase. So, hey. Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche, sie brennt. Oh, sieht das nice aus. Was ist in die Küche? Dian. Oh, doch drücken. Nein, sie. Das war ich noch. War das? Was ist hier vor? Gelesen? Gelesen? Hier gehen wir nur wieder raus. Wo ist die Küche dann? So wie du.
Lassen Sie hier, okay. Kitchen. Okay.